Beim Brand auf einem US-Kriegsschiff im Marinestützpunkt San Diego wurden 21 Menschen verletzt. Das Feuer war gestern Morgen aus ungeklärter Ursache im Frachtraum des Schiffes ausgebrochen. Laut Marine waren zu diesem Zeitpunkt 160 Seeleute an Bord, aber keine Waffen oder Munition. Für die Brandbekämpfung wurden neben Löschbooten auch zwei Hubschrauber eingesetzt. Erst nach über 12 Stunden konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.